Hallo liebe Freunde, ich bin heute wieder mal zu Gast bei Frau Susanne Zeller-Würzel, der berühmten Widerstandskämpferin damals bei der Weißen Rose. Sie waren ja die beste Freundin von Sophie Scholl und Sophie Scholl hat sie ja dann praktisch mit zur Weißen Rose gebracht. Ja. Also bin wieder mal ganz geehrt, dass ich heute wieder mal bei Ihnen sein darf. Und nein. Ich habe ja gedacht. Und weil jetzt Weihnachten kommt, habe ich gedacht, mache ich ein bisschen Werbung auch für Ihr Buch. Gerne. Vom Ja zum Nein. Mhm. In diesem Buch wird beschreibt Frau Zeller selbst die Zeit von damals, wo sie... Schreckliche Zeit. Und so, das war, so habe ich ausgesehen. Ja, ganz genau so. Ein bisschen mehr Haar gehabt als heute. Und das Buch, wie gesagt, kann ich eigentlich nur jedem zum Lesen empfehlen. Ein ganz spannendes Buch. Spannend, gell? Ja. Und einfach im Internet recherchieren, vom Ja zu Nein von Susanne Herzl, und da ist es dann zu finden. Da gibt es noch diesen Film Die Widerständigen von Frau Katrin Seibold. Mhm. Und diese DVD könnt ihr also auch im Internet recherchieren. Auch ein schönes Geschenk jetzt für Weihnachten. Mhm. Gut? Also bei Scholz war jeden Nachmittag um 4 ein Kaffee. Das war ein buntes Volk, was sich da jeden Tag versammelt hat. Immer wieder andere Leute. Mhm. Das war so ein Treffpunkt. Und es waren die zwei Burschen, der Hans Scholl war damals vielleicht 20 oder 23 Jahre alt. Und sein jüngster Bruder war vielleicht 16 oder 15. Und da hat jeder seine Freunde gehabt, die Mädchen dazwischen drei Frauen, die haben auch ihre Freundinnen gehabt. Und es war so ein bunter Tisch beieinander am Nachmittag. Immer mit Hefekranz. Mhm. Ah, ja. Immer mit jeden Tag Hefe. Der hat jeden Tag Hefekranz gemacht. Mhm. Schön. Ja. Schon nett, ja. Mhm. Kein Hefekranz auf. Vielen Dank. Ein guter Lettkuchen. Ja, ja. Das ist für mich der Erste. Der Erste? Ja, genau. Ja. Jetzt wird es dann wieder richtig losgehen mit Lebkuchen. Und mit all dem Weihnachtsgepäck. Mhm. Also Sophie Scholl war immer sehr zurückhaltend. Mhm. Hat immer viel nachgedacht und zwar immer. Hat ihr Steckenpferd war eigentlich Lesen. Mhm. Und da hat sie immer sehr viel französische Literatur gelesen, wobei ich nicht teilnehmen konnte, weil ich kein Französisch kann. Mhm. Ich habe halt andere Sachen gelesen. Das macht ja nichts. Sicher, klar. Mhm. Ja. Gesungen hat man fast gar nichts. Es waren natürlich alles so vaterländische Lieder, was man gekonnt hat. Ja gut, was man halt damals so gelernt hat. Ja. Und Sophie Scholl hat sie ja dann hier auch in Stuttgart besucht. Sie haben ja hier in Stuttgart studiert, wenn ich es richtig weiß. Ich habe das Buch ja auch gelesen. Ja. Und da kam ja Sophie Scholl doch in die Mozartstraße, wenn ich es richtig weiß, hier in Stuttgart. Gell? Sie haben, Römer, die Römerstraße. Eine Römerstraße. Bei der Markuskirche, direkt bei der Markuskirche. Mhm. Und ich habe in dem Pfarrhaus, die zur Markuskirche gehört, gewohnt. Da. Ah ja. Pfarrer Rudi Dauer. Mhm. Und der hat das alles miterlebt. Heimlich hat das mit dem sehr nahe gestanden, wie der prima Mann gewesen, und hat alles gewusst. Mm-hmm. Ja, wie manche fragt, was hältst du von Flugblätter? Hat ihn gefragt. Da sagt er, halte ich gar nichts davon. Und warum? Weil die Menschen sich dadurch nicht ändern. Und dann hat er gesagt, ja wie können die Menschen sich ändern? Und sagt, nur durch ganz großes Unglück. Mm-hmm. 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 Aber Sophie Scholl hat sie damals dort besucht, wenn ich das weiß, gell? Ja. Mm-hmm. Sind wir miteinander so in der Dämmerung auf mein Bett, auf der Bettdecke gelegen, und geschwätzt miteinander. Mm-hmm. Ein anderes Mal hat mich der Hans Scholl besucht. Da hat man, es gibt so ein Quartier, das ist bei der Wilhelmsbau, mit so Durchgängen. Und das ist moderne Neugebäude. Und da war auch ein Restaurant oder ein Café zum Rosestücke. Dort hab ich den Scholl getroffen. Der Scholl hat einen Freund von seinem Vater besucht, der ihm Geld gegeben hat. Man braucht Geld. Naja, klar, sicher, man muss ja das Ganze ja finanzieren, klar. Papier. Mhm.
ein Apparat, ein vielfältiges Apparat, und was man da alles braucht, die Pausen und weiß ich nicht. Ich habe nicht mitgeholfen bei der Vervielfältigung. Mhm. Das hoffe ich schon. Aber Ihr Bruder Hans Hürzel hat Ihnen dann, glaube ich, einen Koffer voll Briefe gebracht, die Sie dann selber verteilt haben hier in Stuttgart. Mein Bruder war befreundet mit dem Hans Scholl. Der Hans Scholl, das war so ein, der immer Leute um sich versammelt hat. Und die Briefe haben Sie ja dann in Stuttgart mit dem 5. Flugplatz verteilt. In die Briefkästen, dann abends sind Sie losgezogen, so habe ich es gelesen hier in dem schönen Buch. Viele. Und in Dägerloch oben am Heiks war dann der letzte. Da war ich froh, da war das ist das Letzte. Dann bin ich immer wieder zurück zur Kirche und zum Pfarrhaus, hat wieder aufgefüllt in meine Map und das wieder verteilt. Also ja, ich habe halt gelesen, dass Sie immer mal zum Bahnhof gegangen sind, dann wieder zurück und dann sind Sie zum nächsten Briefkasten, so dass man halt nicht Gefahr laufen ist, dass man irgendwie beobachtet wird oder eventuell da auffällt. Ich habe rauf zum Heiß und dann wieder runter. Das war ganz allein. Das sind lauter Gärtner links und rechts. Kein Mensch da. Wenn jetzt da jemand draufkommt, ich sage, was machen denn Sie da? Ich komme von der Gestapo. Was schaffen Sie da wieder? Machen Sie da wieder in der Nacht? Dann habe ich gesagt, naja, es geht Sie nicht alles was auch, aber manches geht Sie vielleicht was auch. Verstehe ich, ein bisschen so rumschwätzen auch. Ist es damals passiert? Nein, nicht passiert, aber man hat schon die Angst. Man hat halt die Angst gehabt, dann, dass sowas passieren konnte. Was würde ich dann sagen? Aber sich schon ausgemalt, sich ein bisschen drauf vorbereitet. Ja, aber es ist ja so, ich weiß genau, wenn es dann drauf ankommt, sagt man, macht man es wieder anders. Ja, ja, man macht es nach Gefühl. Man muss ja damals wirklich immer Angst haben, ja, dass plötzlich irgendeiner auftaucht. Dann muss ich sagen, wir sind auch Menschen. Er kann mich doch nicht zusammenschlagen. Ja, ja, klar. Zwischen den Gärtnern war es einsam. Was der ich. Das war schon riskiert von mir. Wer kommt denn da? Mir entgegen, denke ich dann. Ich gehe runter, der geht drauf. Er war auch gespannt, wer da oben runterkommt. Und so bei Nacht, Mitte in der Nacht. Ja, ja, klar. Nacht, kurz nach zwei. Euch, liebe Freunde, wünsche ich eine schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal.